Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie man ein Kantaritenpflaster anbringt. Der Patient hat schon seit längerer Zeit heftige Beschwerden und die sind vor allem unten hier im Kreuz. Wir haben schon einige Maßnahmen durchgeführt. Unter anderem hat er schon eine ganze Zeit antiphlogistische Präparate genommen. Herr P., wie geht's Ihnen? Haben Sie heftige Schmerzen hier drin? Seit längerer Zeit, Ja, aber die werden immer immer schlimmer. heftiger, ja. Und wie viele Zäpfchen haben Sie denn jetzt schon genommen die letzten Tage? Ja, jeden Tag zwei. Jeden Tag zwei, also Diclofenac Stärke 50. Ja, wir werden also jetzt an der Stelle, die am meisten wehtut, es handelt sich röntgenologisch um eine fortgeschrittene Osteochondrose, das Kantaritenpflaster anbringen. Ich habe hier also ein Fertigpflaster der Firma Bock aus Gelsenkirchen. Das kann man also auf Rezept verordnen. Das ist eingepackt. Es ist genau dieser Bereich hier im Bereich der unteren Lendenwirbelsäule, ist L4, L5. Und hier lege ich also das Pflaster an. Die Größe ist 10 x 10 cm. Man sollte also die Nierengegend ausnehmen. Man kann es gegebenenfalls auch etwas zurechtstutzen auf ein kleineres Format. Aber hier, das kommt gerade hin. Jetzt machen wir noch einen einfachen Verband drauf. Es entsteht ja im Laufe der nächsten Stunden dann eine Brandblase. Und manchmal kommt es vor, dass die vorzeitig platzt. Deswegen müssen wir genügend Mull drüber machen, um das dann aufzufangen. Wenn Sie als Behandler selbst empfindlich und allergisch sind, empfiehlt es sich natürlich beim Anlegen des Pflasters Gummihandschuhe zu tragen. Als oberstes lege ich hier eine sterile Kompresse noch drauf. Und jetzt kommt ganz einfach eine Mulllage und jetzt kleben wir das hier fest. Herr Peters wird also in den nächsten Stunden anfangen, ein bisschen zu brennen. Es entsteht dann die Brandblase. Und heute Abend, es ist jetzt 9 Uhr morgens, heute Abend um 19 Uhr, also in 10 Stunden, kommen Sie dann in die Praxis und dann machen wir das Pflaster ab. Ja? Und jetzt laufen Sie nicht allzu viel rum und tragen Sie den Gürtel auch möglichst nicht an der Stelle, damit die Blase nicht vorzeitig aufgeht. Na? Gut, sonst brauchen Sie nichts besonders zu beachten. Bis heute Abend, ja? Das ist also der Patient, dem wir heute Morgen so gegen 9 Uhr das Kantaritenpflaster angelegt haben. Inzwischen ist es abends 19 Uhr geworden. Wie geht's Ihnen, Herr P.? Ja, wie soll es gehen? Das brennt wie Feuer. Das brennt wie Feuer. Ja, das ist die Antwort, die die Patienten dann geben. Wann fing es ungefähr an? Nach wie vielen Stunden? Ja, nach halb neun war hier, so eine Mittagszeit, 12 Uhr In der so. Mittagszeit, also nach 3, 4 Stunden fängt es dann an zu brennen. Das ist, wenn die Brandblase entsteht. Und das ist also das Fegefeuer, durch das wir hier gehen müssen. Wir machen also jetzt das erstmal ab. Ich ziehe jetzt vorsichtig das Pflaster ab, damit sich die Brandblase nicht jetzt löst.